Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es um die Erkrankung der weiblichen Brust. Dieser Körperteil spielt für uns Frauen ja nicht nur eine gesundheitliche Rolle, sondern ist auch wichtig für unser Wohlbefinden, unser Selbstverständnis, unsere Weiblichkeit und unsere Sexualität. Und wenn es darum geht, gutartige oder bösartige Krankheiten zu behandeln, dann spielt auch dies dabei eine Rolle. Im Brustzentrum der Asklepios Kliniken in Hamburg weiß man das ganz genau und versucht dies bei den Behandlungen auch zu berücksichtigen. Bei mir ist Dr. Ursula Scholz. Sie ist Leiterin des Brustzentrums der Asklepios Kliniken in Hamburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Scholz. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht sagen Sie uns erstmal, mit welchen Krankheiten insgesamt kann man denn zu Ihnen kommen? Man kann mit allen Erkrankungen, die die weibliche, aber auch die männliche Brust betreffen, zu uns kommen. Das beinhaltet gutartige Erkrankungen, bösartige Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, aber auch Fehlbildungen der Brust. Das heißt also, auch Männer können betroffen sein von Brustkrankheiten. Das hat man ja so normalerweise gar nicht vor Augen, ne? Ja, es ist sehr selten der Fall. Wenn man überlegt, im Jahr erkranken ungefähr 620 Männer an einem bösartigen Befund der Brust. Im Vergleich dazu erkranken im Jahr 70.000 Frauen in Deutschland an einem Mammakarzinom, an einem bösartigen Brustkrebs. Aber es gibt durchaus Männer, die daran erkranken können. Wir haben in der Vergangenheit in der Tat jetzt auch zwei Männer gehabt, die wir operiert haben und die dann auch weiter behandelt werden müssen. Es ist bei den Männern so, dass das leider erst sehr spät oft erkannt wird, weil sie selbst das Symptom nicht wahrnehmen oder weil der betreuende Hausarzt auch in dem Moment, wo ein Mann mit einer Erkrankung oder einer Veränderung der Brust zum Hausarzt kommt, nicht gleich an eine bösartige Erkrankung denkt, sodass es bei den Männern manchmal schon sehr fortgeschritten sein kann. Ja. Aber auch dann natürlich gibt es immer die Chance, das zu operieren und auch zu behandeln, sodass wir da auch tätig werden können. Ja. Ist allerdings seltener der Fall. Mehr kommen natürlich die Frauen zu uns. Also es macht den Großteil an Patientinnen aus, die zu uns kommen. Genau, um die soll es ja heute auch im Schwerpunkt gehen, hier in diesem Interview. Dieses Brustzentrum, das hat drei Standorte. Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, es ist ein standortübergreifendes Brustzentrum. Wir sind am 1. Juli an den Start gegangen. Wir haben in Barmbek den Hauptstandort, wo wir die Patientinnen operativ versorgen, wo wir Vor- und Nachsorge anbieten können. Wir haben dann den Standort einmal in Heidberg Nord und in Wandsbek. Dort bieten wir regelmäßige Sprechstunden an. Das heißt, Frauen, die jetzt Veränderungen an der Brust haben und von ihrem Frauenarzt oder Hausarzt überwiesen werden, können dann in Wandsbek direkt den Erstkontakt mit uns haben. Wir schauen uns dann die Befunde an, machen eine Diagnostik, gegebenenfalls eine feingewebliche Untersuchung und würden dann mit den Patientinnen gegebenenfalls eine operative Intervention dann planen. Dafür kommen die Patientinnen dann allerdings nach Barmbek, wo der operative Standort der Hauptstandort der Kliniken dann ist, können dann aber, wenn sie entlassen sind, dann wieder wohnortnah in Heidberg Nord oder in Wandsbek dann weiter betreut werden, sodass wir dort vor Ort für die Patientinnen dann die weiteren Wege mit ihnen besprechen, auch die onkologische Versorgung mit ihnen besprechen oder die Chemotherapien einleiten, sodass die Patientinnen im Grunde genommen dann kurze Wege haben und immer quasi einen Ansprechpartner von uns aus dem Brustzentrum. Ja, was ja auch gut ist, wenn es einem zum Beispiel noch nicht so ganz gut wieder geht. Genau, oder aber wenn man auch wieder berufstätig sein kann. Genau. Und ja auch seine Arbeitszeiten hat und sich trotzdem überwachen lassen möchte von ihm. Genau, also das ist der große Vorteil, dass die Patientinnen dann in der Tat keine langen Wege haben, das eventuell dann auch in der Mittagspause einmal wahrnehmen können, dass sie dann zu uns, zu den jeweiligen Standorten kommen. Und wir werden sicherlich auch in Zukunft späte Sprechstunden mit anbieten. Das haben wir jetzt im Moment noch nicht. Also die Sprechstunden gehen in der Regel bis 16 Uhr. Aber auch da arbeiten wir dran, dass gerade die Berufstätigen dann auch abends noch Sprechstunden wahrnehmen können und bis 18 oder 19 Uhr dann auch in die Klinik zu uns kommen können. Und die Standorte sind dann so vernetzt, dass der behandelnde Arzt in dem einen, in der einen Niederlassung genauso gut Bescheid weiß wie der ursprünglich mich behandelt hat in einer anderen. Das soll eigentlich alles in einer Hand bleiben. Also wir sind drei Kolleginnen, die operativ tätig sind und auch die ganzen onkologischen Nachsorgen mit den Patientinnen besprechen. Und wir erarbeiten einen gemeinsamen Standard, beziehungsweise den haben wir jetzt auch schon erarbeitet, sodass wir im Grunde genommen
genommen alle Patientinnen gleich behandeln. Mhm. Und es soll auch arztbezogen sein. Also das ist mein großer Wunsch und das setzen wir auch jetzt schon um, dass die Patientin, die sich jetzt meldet, einen Termin in der Sprechstunde bekommt bei zum Beispiel mir. Und dann würde ich diese Patientin auch operieren und würde dann das Abschlussgespräch auch wieder mit ihr führen. Und die Standorte, das ist so und so arztbezogen. Also den Standort Wandsbek betreue ich und den Standort Heidberg Nord, den betreut die leitende Oberärztin. Mhm. Und da sind dann immer wieder die gleichen Ansprechpartner und auch für die Patientin, die sollen gar nicht so einen großen Arztwechsel dann haben. Und unser Team ist ja auch klein, das ist der große Vorteil, dass im Grunde genommen die Patientin dann die ganze Zeit wie so ein roter Faden wird sie dann von einem Arzt quasi immer wieder betreut und dann weiß man natürlich auch sehr gut über die Patientin Bescheid und das schafft auch Vertrauen. Ja, und das ist ja sehr wichtig, sich wohlzufühlen, denn es geht ja doch um eine schwere Erkrankung, zumindest dann, wenn es ein Tumor ist, etwas Bösartiges ist. Angenommen, ich hätte diese Diagnose und würde mich jetzt bei Ihnen behandeln lassen. Was kommt da jetzt auf mich zu? Die meisten Frauen kommen in der Tat dann schon mit einer feingewebigen Untersuchung, also mit der Diagnose eines Brustkrebses. Mhm. Da muss man sehr unterscheiden, was für eine Form von Brustkrebs ist es. Also nicht jeder Brustkrebs wird gleich behandelt. Es gibt Brustkrebstypen, sag ich mal, die primär operativ behandelt werden und dann anschließend müsste die Brust gegebenenfalls bestrahlt werden und die Patientinnen bekommen eine antihormonelle Behandlung. Es gibt aber auch aggressivere Formen, die eventuell schon vor einer Operation eine Chemotherapie brauchen, die Patientinnen, sodass wir sie dann regelmäßig überprüfen, alle paar Wochen dann wieder im Brustzentrum sehen, um zu gucken, wie schrumpft auch der Knoten unter dieser sogenannten primären oder neoadjuvanten Chemotherapie. Ja. Und dann würden also alles vor der Operation? Alles vor, alles der, vor Operation, der Operation, bei bestimmten aggressiven Formen eines Brustkrebses. Und dann würden wir, wenn die Chemotherapie dann abgeschlossen ist, dann operieren und dann wäre die Bestrahlung im Anschluss an die Operation der Brust, wenn man brusterhaltend operieren kann und dann eventuell auch noch eine antihormonelle Therapie. Mhm. Bei vielen Patientinnen ist es aber so, dass man primär operiert, weil die aggressiven Formen des Brustkrebses sind zwar jetzt nicht häufig, aber oder sind nicht häufig und es sind mehr so die Befunde bei den Frauen, wo wir primär operieren können und dann im Anschluss dann daran quasi die Chemotherapie durchführen können oder gegebenenfalls auch verzichten können, je nach Befund, je nach Tumorbiologie. Wer entscheidet, wie vorgegangen wird? Das ist ein Team von Ärzten. Wir haben immer eine onkologische Tumorkonferenz. Wir stellen vor jeder Operation einmal die Patientin in dieser Tumorkonferenz vor. Da sitzt das Team von Onkologen, Strahlentherapeuten, Pathologen, Humangenetikern und wir natürlich dann zusammen und besprechen den Fall mit der vorliegenden Tumorbiologie und entscheiden dann, ob primär operiert wird oder ob die Patientin eventuell primär eine Chemotherapie braucht. Mhm. Und wenn die Patientin dann operiert ist, dann wird der Fall nochmal wieder in der onkologischen Tumorkonferenz vorgestellt. Dann haben wir ja die endgültige Histologie nach der Operation und würden dann mit der Patientin das weitere Vorgehen besprechen, was in der Tumorkonferenz festgelegt wurde, wo auch die Strahlentherapeuten zum Beispiel mit dabei sind oder auch die internistischen Onkologen mit dabei sind. Wer hat das letzte Wort? Das ist eine gemeinsame Entscheidung. Also es gibt eigentlich nicht so das letzte Wort, sondern es ist eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben ja im Grunde genommen, wenn wir die Patientin schon vorstellen, haben wir ja auch unsere Vorstellung. Also das wird dann vom Gremium, entweder gibt es dann noch Diskussionen, weil es neuere Studiendaten gibt oder andere Chemotherapien vorgeschlagen werden. Man muss ja auch immer gucken, ist es jetzt eine junge Patientin oder ist es schon eine ältere Patientin mit diversen Nebendiagnosen, der man eventuell auch die übliche Chemotherapie gar nicht mehr zumuten kann. Ja. Da gibt es dann immer auch noch mal andere Ideen, aber letztendlich ist es eine gemeinsame Entscheidung des Gremiums. Ja, ich frage das deshalb, weil Patienten ja manchmal Angst haben, in so eine Mühle hinein zu geraten, wo dann Ärzte entscheiden, was mit einem passiert. Nein, das ist keine Mühle, also das ist schon leitliniengerecht, ja. Also das ist ganz wichtig, also daran müssen wir uns ja orientieren. Eine Mühle ist es nicht und letztendlich hat natürlich die Patientin dann schon auch das letzte Wort. Ja. Also wenn wir dann mit ihr zusammen
Zimmern sitzen und sie sich das nicht vorstellen kann, eine Chemotherapie durchzuführen. Das gibt es, also dann lehnen die Patientinnen das ab und dann würden wir das dann natürlich mittragen, ja. Und würden die Patientin im Verlauf dann auch gerne weiter betreuen und sehen, wie es ihr geht. Aber gut, das ist letztendlich die Entscheidung der Patientin, aber natürlich unsere Empfehlung, gewisse Schritte dann schon zu gehen. Ja. Die Patientinnen haben ja auch Unterstützung, jetzt nicht nur durch die Ärzte, ja. Sondern sie haben auch Unterstützung quasi durch unsere Brustschwestern, die sich ganz rührend um die Patientinnen mitkümmern. Die Breastcare Nurses, genau. Sind die das, von denen ich schon gelesen habe? Da wollte genau. Ich fragen, was sind denn das? Was machen die denn? Das sind speziell ausgebildete Schwestern, die sich um die Patientinnen ganz liebevoll kümmern, die Termine machen für die Patientinnen, die sie aber auch mit auffangen, also psychologischerseits, die Patientin auch während des ganzen Aufenthaltes begleiten. Also so von Beginn an, die Patientin kommt in die Sprechstunde. Und da ist die sogenannte Breastcare Nurse dann gleich mit dabei. Beim Gespräch, bei den Untersuchungen kann die Patientin gleich mit auffangen, kann ihr Ängste und Sorgen nehmen. Bei uns ist es, im ärztlichen Team ist es ja so, dass wir, wenn wir die Patientin jetzt sehen und die Diagnostik machen, dann ist das in dem Moment für uns dann abgeschlossen erst einmal und dann nimmt die Breastcare Nurse die Patientin in einen gesonderten Raum, um nochmal alles dann nochmal zu besprechen, ja. Ängste zu nehmen, Sorgen zu nehmen, was sind die weiteren Schritte und begleitet die Patientin dann auch während des stationären Aufenthaltes und führt auch, nachdem wir mit der Patientin abschließend gesprochen haben, über die Empfehlung der Tumorkonferenz, nochmal ein ganz abschließendes, ausführliches Gespräch mit der Patientin. Was kommt auf sie zu? Wie wirkt die Chemotherapie? Was für Nebenwirkungen sind zu erwarten? Und alle Patientinnen bekommen von uns einen Ordner. Also das ist der eigene Patientenordner, mein Ordner, Patientenordner nennt sich das. Da sind alle Befunde drin und das füllen auch quasi die Breastcare Nurses aus, dass die Patientin dann auch für die spätere Nachsorge dann alle Befunde dann vorliegen haben. Ja, da wird es sicherlich auch um die Angst gehen, die man hat vor der OP oder womöglich um die Angst um das eigene Leben. Auf jeden Fall, ja. Sie haben ja eben auch schon gesprochen von den Nebenwirkungen von Chemotherapien, wo es ja auch darum geht, dass vielleicht Schleimhäute trockener werden oder angegriffen werden, auch von diesen Medikamenten, die ja eigentlich die Krebszellen beseitigen sollen. Mhm. Es gibt ja noch einen anderen Faktor und das ist das Leben danach. Man kommt ja... Man hat vielleicht eine OP, man sieht gesünder aus von außen als vorher, aber man fühlt sich noch gar nicht so. Mhm. Tun Sie auch etwas für die Beziehung der Patientinnen, also für die Partnerschaft zu Hause? Ja, das ist ganz wichtig, dass man das auf alle Fälle mit anspricht. Was ganz wichtig ist, dass die Patientinnen auch nach der Operation natürlich noch aufgefangen werden. Und da ist auch noch einmal, sind die Brustschwestern, die Breastcare Nurses ganz wichtig, die ganz viel für die Patientinnen hier im Brustzentrum der Asklepios Klinik anbieten. Es gibt zum Beispiel den bewegten Sommer, wo die Patientinnen sich regelmäßig mit den Breastcare Nurses treffen, um halt dann auch sich auszutauschen, wie geht es mir nach der Operation, wie geht es mir nach der Chemotherapie, wie komme ich mit meinem Partner zurecht. Was habe ich für Ängste und Sorgen? Wie hat sich mein Körper verändert? Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Auch mit den Selbsthilfegruppen arbeiten wir ganz eng zusammen, dass die Patientinnen nach der Diagnose, nach der Operation gut aufgefangen werden. Ja. Dazu kommen noch die Psychoonkologen, die im Haus sind, die auch die Patientinnen besuchen während des stationären Aufenthaltes. Und es ist so, dass zum größten Teil, also ich denke mal über 80% der Patientinnen auch eine psychoonkologische Betreuung wahrnehmen. Und da werden dann auch Partnergespräche mit angeboten und das ist ganz wichtig, dass der Partner auch mit dazukommt, weil die häufig sehr hilflos sind und auch nicht wissen, wie sie jetzt mit der veränderten Weiblichkeit, mit der Veränderung der Frau umgehen sollen. Ja, genau. Gibt es so etwas, was Sie bei Ihren Patienten am häufigsten beobachten, wo Sie sagen, Mensch, das musst du in Zukunft anders machen? Also zum Beispiel mehr mit deinem Partner reden? Ja, natürlich sehe ich das, aber das ist ganz schwierig. Also es ist schwierig, so an diese Paarbeziehung heranzukommen, das muss man ehrlicherweise sagen. Und wenn Paare schon vor der Erkrankung nicht eng waren, sage ich mal, nicht eng zusammen waren und auch wenig über ihre Beziehung oder auch über ihre Sexualität zum Beispiel gesprochen haben, dann ist es quasi nach der Erkrankung noch schwieriger. Mhm. Wichtig ist, dass man das thematisiert. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir die Frauen schon auch darauf ansprechen, wie
Wie geht es Ihnen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich die Brust auch abgenommen werden musste, also nach Verlust der Brust? Wie nehmen Sie selbst Ihre Körperwahrnehmung wahr? Wie empfinden Sie sich jetzt als Frau? Dass auch die Frauen sich öffnen. Also ich möchte gerne auch einen Fokus quasi in diesem Brustzentrum darauf legen, Brustkrebs und Sexualität. Welche Veränderungen gibt es unter der Chemotherapie? Sie haben vorhin ja schon gesagt, die Schleimhäute werden trockener. Auch das muss mit berücksichtigt werden. Was kann man dort machen? Es gibt unterschiedliche Cremes oder Gels. Das müssen die Frauen aber erstmal wissen. Und dafür werden wir auch sicherlich in der Zukunft eine Sprechstunde nochmal mit anbieten, wo gezielt diese Dinge mit angesprochen werden. Und dass man versucht, mit Zusammenarbeit mit dem Psycho-Onkologen auch dieses Tabuthema Sexualität, das ist häufig leider noch so, also das sehen wir immer wieder, dass man das durchbricht und auch gerade nach dieser Erkrankung. Vielen Dank für dieses Interview. Gerne. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen und auf YouTube. Werden Sie gesund.